Hi, heute stelle ich euch insgesamt drei Apple Watch Armbänder vor, die alle unter 10 Euro gekostet haben. Mal schauen, was sie taugen. Nummer 1 ist hier so ein lederartiges Band. Lässt sich auch ganz easy abmachen und dran machen. Fühlt sich, wie gesagt, lederartig an. Ich weiß jetzt nicht, ob es echtes Leder ist. Bei dem Preis von unter 10 Euro gehe ich eigentlich davon aus, dass es kein Leder ist. Diese snappt gut rein. Lässt sich etwas schwieriger reinmachen. Man muss hier so rumgehen, dann hier den Pinöppel treffen und dann hier wie bei dem Sportloop einmal reingehen und dann sitzt es aber auch schon relativ fest. Das heißt, ich trage es bis jetzt 3 Tage und da habe ich noch nicht gemerkt, dass irgendwie ein Hautausschlag da ist oder so. Und es sieht auch echt hochwertig aus. Und Nummer 2. Hat, glaube ich, insgesamt 7 Euro gekostet, also auch unter 10 Euro. Ist es so ein Stoffband mit Klettverschluss. Das habe ich jetzt noch nicht persönlich getragen, aber wir machen es direkt einmal rum. Eine Seite passt schon mal sehr gut. Die andere Seite klickt auch rein. Dann müssen wir es mal einmal aufmachen und hier dann dran ziehen, um es fest zu machen. Und das ist auch sehr fest. Also die Klettbänder, würde ich sagen, sind auf den ersten Eindruck sehr, sehr gut, halten gut. Ist halt jetzt was Bunteres, sage ich mal, aber von der Art des Bandes und von der Qualität, muss ich sagen, wackelt hier nichts und das ist eigentlich ziemlich nice. Band Nummer 3 ähnelt sehr stark dem zweiten Band, weil wir haben hier auch so einen Klettverschluss, nur halt hier in einem schlichteren Schwarz. Ich gehe aber davon aus, dass das auch von der Qualität dem ersten Band ähnelt, aber hier wackelt es ein bisschen. Gucken wir mal, woran es liegt, weil ich es falsch rum reingemacht habe. So, wir gucken mal, das muss so zu sein. Das heißt, das wäre das obere. Okay, jetzt passt es auch besser rein, das heißt, da muss man darauf achten, dass es richtig reingemacht wird. Jetzt ist es auch richtig drin und dann kann man es wieder aufmachen und festmachen. Und hier auch wieder sehr guter Halt, Klett wie eben, macht einen sehr guten Eindruck. Hier wackelt auch nichts, da finde ich, ist es sogar hier ein bisschen besser verarbeitet als die Ledervariante und auch für 7 Euro, 6, 7 Euro ein sehr gutes Band, meiner Meinung nach. So, jetzt haben wir hier nochmal alle drei Bänder in der Übersicht. Also ich muss sagen, ich bin von der Qualität positiv überrascht. Wie gesagt, das trage ich jetzt selber schon länger, die anderen müsste ich noch ausprobieren. Ich versuche euch die Links in die Beschreibung zu packen und da muss ich wirklich positiv sagen, dass ich überrascht bin. Und ja, da macht es auf jeden Fall Sinn, vielleicht etwas Geld zu sparen. Der Langzeittest wird zeigen, ob der erste Eindruck auch sich über die lange Zeit verstärkt. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Da werde ich bestimmt noch mal ein paar andere testen. Das war es dann auch von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da und sonst abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Einen schönen Tag euch noch.